Drei Gründe, warum man einen professionellen Immobilienfotograf engagieren sollte. Servus meine Freunde, willkommen zurück auf diesem Kanal. Mein Name ist Long, ich bin Immobilienfotograf und in diesem Video geht es um das Thema, warum man einen Immobilienfotografen engagieren sollte. Ich weiß, ist ein wenig biased, weil ich selber Immobilienfotograf bin, aber es sollte ja nicht nur um mich gehen, sondern allgemein Immobilienfotografen, warum es für einen Immobilienmakler überhaupt Sinn macht. Und genau, fangen wir mit dem ersten Punkt an. Und zwar die Professionalität und die Qualität steigern. Denn wenn die Bilder im Exposé oder auch im Online-Inserat qualitativ hochwertig sind und gut gemacht sind, hat es natürlich auch eine Wirkung auf das Image und das Branding des Immobilienmaklers. Zudem hilft es auf jeden Fall beim Online-Inserat, ja, wo man wirklich nur das Titelbild sieht, einen guten ersten Eindruck zu machen und dass die Leute überhaupt draufklicken auf das Inserat. Da kommen wir schon zum zweiten Punkt, und zwar durch qualitativ hochwertige Bilder, ja, und auch durch ein attraktives Exposé steigert man die Verkaufschancen deutlich. Falls deine Kunden hauptsächlich Kapitalanleger sind, schauen die natürlich als erstes auf die Zahlen, ja, die Rendite beispielsweise. Aber im zweiten Schritt schauen sie natürlich auch auf das Exposé, die Bilder. Wie sieht es aus? Weil die bekommen ja meistens ganz viele Unterlagen geschickt und müssen es auch ganz schnell rausfiltern. Und wenn im nächsten Schritt die Bilder dann schlecht sind, dann bist du raus. Und falls du Familien als Hauptkunden hast, ja, die Einfamilienhäuser kaufen möchten, ihre Traumhaus, ihre Traumwohnung, dann ist es sehr, sehr wichtig, gute Bilder zu haben. Denn durch die guten Bilder können sie sich viel besser in das Haus hineinversetzen, ja. Und natürlich haben auch gute Bilder, ja, symmetrische Bilder, unterbewusst einen positiven Effekt auf das Gefühl gegenüber dem Haus oder der Wohnung, was beim Verkaufen des Objektes sehr, sehr hilfreich sein kann. Im dritten Punkt, ja. Du als Makler kannst dich vollkommen auf deine Kernkompetenzen konzentrieren. Was meine ich damit? Du als Makler bist wahrscheinlich sehr gut in Verkauf, ja, in Objektakquirierung und auch vielleicht Kundenservice, ja, mit Kunden umgehen. Aber vielleicht bist du nicht so gut in Sachen Marketing, Fotografie, Grafikdesign und so weiter, um das Objekt gerechtfertigt zu vermarkten und auch zu inserieren beispielsweise. Das einfach alles delegieren, ja. Du kannst dich auf deine Sachen konzentrieren, ja, und wo du am meisten Umsatz erzielst und die Sachen, die du vielleicht gar nicht gerne magst, einfach an den Profi abgeben. Der macht es schon und dann brauchst du ja auch darüber keinen Kopf zu machen. Und ja, ich hoffe, ich konnte dich überzeugen, einen professionellen Immobilienfotograf den Mist einzustellen. Es muss nicht mich sein, es kann aber ich sein. Falls du Interesse an einem Shooting hast, mir gerne schreiben unter hallo@longimmobilien.com. Falls dir das Video geholfen hat, vergiss nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben, diesen Kanal zu abonnieren und bis zum nächsten Mal.